Hallo, meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wie immer die Maritzel und stehe mal wieder vor dem Händler auf der Elmenkrieg. Ich habe heute wieder einen Mod für euch von unserem Austria Agra. Das geht diesmal um einen Traktor, also gehen wir mal rein und schauen uns mal um. Unter Traktoren, Großtraktoren, haben wir ganz hinten einen Deutz. Das ist ein ganz besonderer Traktor, der sehr viele Eigenschaften hat. Die möchte ich euch jetzt gerne mal vorstellen, soweit mir das möglich ist, denn ich bin von Technik her kein Profi. Aber ich werde das jetzt einfach mal versuchen. Und wenn ich irgendwas vergesse oder falsch sage, sitzt mir bitte nach. Ich werde mich ganz doll damit beschäftigen und das alles lernen, ganz bestimmt. Also, dieser Traktor jetzt hier, der hat die Möglichkeit zwischen 895 und 1106 PS. Dann kann er 75 Stundenkilometer schnell sein. Er wiegt 10,4 Tonnen. Und verbraucht 700 Liter Sprit. So sehe ich das jetzt hier. Ich hoffe, ich habe das so richtig gesagt. Wir gehen mal rein. Da ist das gute Stück. Und wie hier angekommen ist, das schien richtig gut gefedert zu sein, ne? So, wir fangen also mal an. Wir können wieder die Reifenhersteller aussuchen. Da gibt es mehrere, wie ihr seht. Continental, Merck, BKT, Fredestein, Nokian, Trelleborg. Nochmal schauen, Michelin war das noch und ja, Continental, genau. Dann können wir auch die Reifenvariante aussuchen und die ist sehr vielseitig, kann ich euch schon mal versprechen. Wir haben jetzt hier erstmal Standard. Dann gibt es die Möglichkeit, Standardreifen mit Radgewichten. Natürlich kostet das jedes Mal etwas auf den Preis von 247.000 Euro drauf. Ich werde das mal zurückmachen. 246.500 kostet er sonst. Also 246.500 Euro. Das ist der Grundpreis. Und wenn wir jetzt diverse Sachen hier auswählen, kommt natürlich immer noch was dazu. Radgewichte in dem Fall jetzt bei den Standardreifen. Dann gibt es Breitreifen, Breitreifen und Gewichte. Dann haben wir Zwillingsbereifung hinten. Zwillingsbereifung hinten und vorne und auch Pflegebereifung. Also dieser Traktor ist sehr vielseitig einsetzbar. Das finde ich also schon mal richtig, richtig gut. Der Traktor kann angetrieben werden mit Sprit, dann kann er angetrieben werden mit Methan und er kann angetrieben werden mit einem E-Motor. Das sind diese Besonderheiten, die er hat. Natürlich kosten die auch alle etwas, wenn man da was raussucht. Der Turbomotor, wo er mit Sprit fährt, da erreicht er eine PS-Zahl von 895. Also in dem Fall hat er 895 PS. Und dann kostet er 247.500 Euro. Wenn wir Methan aussuchen, also wenn er mit Methan anstatt Sprit angetrieben werden soll, dann kommen 8.500 Euro auf den Preis, auf den Grundpreis natürlich. Und er ist dann 962 PS stark. Ja? Dann können wir noch aussuchen, diesen E-Motor. Da habe ich immer gedacht, die sind ja eigentlich nicht so stark, aber weit gefehlt. Hier haben wir einen Aufpreis auf den Grundpreis von 20.500 Euro. Und der Traktor hat eine Stärke von 1106 PS. Das ist schon unglaublich. In allen drei Motorarten hat er die Geschwindigkeit von 75 Stundenkilometer. Ja, das bleibt also gleich. Okay, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, die Hauptfarbe auszusuchen. Ich würde sagen, ich nehme mir da mal ein dunkles Rot. Aha, das sind diese Flächen hier, die das betreffen. Also das ist Hauptfarbe. Okay. Und dann kann man sich da noch eine Designfarbe dazu aussuchen.
Was nehmen wir uns da mal? Was passt denn da eigentlich zu Rot? Vielleicht in Orange, aber nicht ganz so kräftig ist, würde ich mal sagen. Oder in Gelb. Oder ich nehme mal dieses Cheesy B. Ja, das passt doch. Das ist ein warmer Farbton zusammen mit dem Rot. Es ist ungewohnt, aber man sieht den Kontrast. Um das ging es mir jetzt. Ne? Ja, dann haben wir auch noch die Möglichkeit, die Felgen auszusuchen und zu färben. Da haben wir auch wieder viele, viele, viele Möglichkeiten. Ich nehme mal Chrom. Okay. Und dann könnte man eventuell noch, ja, der hat jetzt die Pflegebereifung drauf, habe ich gerade eben gesehen. Ich werde das mal umändern in Breitreifen mit Gewichte. Das ist so das, was ich meistens nehme, ich selbst. Ich vermute mal, das ist bei euch ähnlich. So, da werden wir uns den guten Kerli mal anschauen, draußen im hellen Tageslicht. Den kaufen wir jetzt einfach mal so, wie er da steht. Ein Nummernschild können wir hier nicht kreieren in diesem Fall, aber ich denke mal, das ist auch gar nicht so schlimm. Ne? So, jetzt werden wir mal gucken, wie er ausschaut. Da steht das gute Stück. Da wollen wir doch mal gucken, wie er aussieht. Okay. Natürlich LS22 Qualität. Sehr, sehr gut gemacht. Sieht toll aus. Schaut es euch an. Jawohl. Wunderbar. Richtig, richtig gut. Ich steige mal ein. Von innen auch mal anschauen. Na, schaut mal, das ist also schon. Also heutzutage einen Traktor führen, ich glaube, da muss man ja schon fast studieren. Schaut euch das mal an. Das kriegt bestimmt nicht jeder einfach so gebacken. Also da gehört schon ordentlich Wissen dazu. Das ist meine Meinung, muss ich also sagen. Ich schalte den mal an. Die Anzeigen arbeiten. Schaut euch das mal an. Super. Also das funktioniert ja bestens. Ja. Und auch die Spiegel funktionieren, wie man sieht. Jawohl. Also alles ganz toll. Kann man nicht anders sagen. Ich steige nochmal aus. Oder ich versuche es von außen zu zeigen, nicht aussteigen. Moment mal. Und zwar will ich mal gucken hier wegen der Beleuchtung. Die Rückleuchten, sehr schön hell. Schaut mal. Das kann man hier im Schatten ganz gut erkennen. Schauen wir mal, wie es vorn ausschaut mit dem Licht. Ja, ach, toll. Arbeitslicht nach hinten, Fernscheinwerfer, alles da. Wunderschön. Ein ganz toller Traktor. Da wollen wir jetzt natürlich mal gucken, ob er auch die Geschwindigkeit erreicht. Ich fahre einfach mal ein Stück los. Oh ja, das klingt gut. Man hört, wenn er schaltet. Oh, ich finde, der hat eine gute Straßenlage. Also, ich glaube, mit dem kippt man nie so schnell um. Ich werde mal hier eine schwungvolle Kurve machen. Da können wir das ja auch gleich mal feststellen. Ja, also den haut so schnell nicht um. Guckt euch das an. Super. Gute Straßenlage. Sehr gute Akustik, hört sich richtig toll an, der Motor. Und er kriegt doch seine Geschwindigkeit, sogar 76 Stundenkilometer. Schaut euch das an. Toll. Und ganz so schnell ist er auch wieder runter. Also ein toller Traktor, kann man nicht anders sagen. Ja, meine lieben Zuschauer. Viel mehr bleibt mir da auch gar nicht zu sagen. Wir haben wieder einen ganz tollen Mod an die Hand bekommen von unserem Modder Austria Agra. Ein ganz, ganz tolles Teil. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und noch mehr Spielspaß, als wir sowieso schon haben in unserem Landi. Und sage erstmal Tschüssi dann für heute. Und wenn es euch gefallen hat, wie ich das jetzt hier gemacht habe, lasst mir bitte einen Daumen da. Da freue ich mich riesig drüber. Und wenn ich irgendwas besser machen kann oder wenn ihr einen Tipp habt, dann schreibt es mir bitte unter die Kommentare. Der Mutter und ich, wir freuen uns ganz doll über jeden Kommentar von euch und sind schon sehr gespannt. In dem Sinne sage ich jetzt Tschüssi, macht's gut, bleibt gesund, eure Maritze.